Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 44, auch wieder diese Woche. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen. Deswegen würde ich auch sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los. Das erste Team ist nämlich hier an der Stelle von Badco43, Badco.43. Ich habe jetzt vergessen, leider sein Profilbild, quasi, sage ich mal, auszuschneiden. Aber wir sehen das gleich hier am Namen, Badco43. Lieben Dank für die Einsendung natürlich. Er schreibt uns nämlich, Hashtag Team Osodu, würde mich freuen, wenn du mein Dream of Gods Teams bewerten würdest. PS, Topo hat alle Wege offen, aber ich habe momentan nicht genügend Orbs. Alright, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier ein Dream of Gods Team, meine Freunde. Alle Charaktere gehören dem Leader Skill an. Das tun sie, 6 von 10 Punkten vorneweg. Alle sind Max Level, Max Awake, richtig, 8 von 10 Punkten. Und ohne weiteres eigentlich auf die Charakterliste schauen zu müssen, kann ich schon sagen, dass das, du hast ja alles richtig gemacht. Das ist nämlich das beste Team momentan auf der globalen Seite für Dream of Gods. Nämlich, wir haben hier in einer Rotation Ultra Instinct Goku mit Tech Vegito Blue, in der anderen LR Goku Black mit Strength Rosé und Evo Vegeta als Rotationscharakter, sowohl als auch Toppo. Du hast für Toppo zwar alle Wege offen, aber Toppo ist ein Supporter, du müsstest ihn nicht unbedingt auf 100% bringen. Wenn du Lust hast, mach's natürlich, ich will dich nicht daran hindern. Aber warum ist gerade das beste Team? Ganz einfach, wegen den Sachen, die ich euch genannt habe. Die zwei Rotationen sind wirklich sehr gut, linken sich sehr solide. Evo Vegeta als Rotationscharakter kommt rein und raus, sorgt für die Link-Skills, die in den anderen Rotationen fehlen, zum Beispiel für Super Saiyan und Warrior Gods. Bei Tech Vegito Blue, Ui Goku würde dann von Toppo noch zusätzlich Godly Power bekommen, ist noch ein Support hier an der Stelle. Deswegen ist das quasi momentan, ich sage es eigentlich, ich benutze das Wort eigentlich ungern, aber momentan auf Global das optimalste Team. Und wenn ich da mal kurz ankratzen darf, Freunde, wegen dem Optimalen, nämlich, vielleicht haben das ein paar von euch gesehen, man muss auf jeden Fall einen Unterschied machen. Gestern kam nämlich auf dem Dokkan Reddit ein Bild online von den hardest hitting Teams. Ich will das nicht in Frage stellen, das ist auf jeden Fall gut und solide, hat es der Dude ausgedacht. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, damit ihr wisst, wovon ich meine. Aber worum es mir geht, ist, man muss auf jeden Fall den Unterschied wissen. Mir geht es darum, euch quasi zu helfen, wenn ich euch Teams baue, sie so gut wie möglich zu machen. Das kommt zwar quasi an das Optimale dran, aber ich werde euch gleich erklären, warum ich das Wort eigentlich gerne meide. Das heißt für mich, also diese Optimalschiene heißt, das Team sollte sowohl in Angriff, in Verteidigung, in HP, in Key keine Probleme haben, overall sich gut linken, overall gut miteinander zurechtkommen, zwei gute Rotationen, zwei Rotationscharaktere und das Team ist gut gedeckt und darum geht es mir quasi in dem Team-Aspekt, in dem ich euch helfen will, also quasi in das optimale Aspekt. Und da ist quasi dieses Team hier das optimalste Dream of Gods, die momentan auf der globalen Seite sind 10 von 10 Punkte an der Stelle. Das andere ist, was ich meine, ist eben dieses hardest Hitting. Und da muss man auf jeden Fall einen Unterschied kennen. Weil wenn ihr mal die Liste anseht, dann seht ihr natürlich, okay, das mit den hardest Hitting Teams, das ist nicht das, was ich euch gerade, also das verläuft nicht nach den Kriterien, die ich euch gerade genannt habe. Nämlich, was man da macht, ist lediglich, man baut ein Team und versucht einen Charakter mit einem Charakter so viel Schaden wie möglich herauszubekommen oder mit den beiden Rotationen, indem man eben diesen Charakter mit den Charakteren in dem Team schmückt, die eben seinen Angriff boosten, damit er den meisten Schaden im Team hat. Deswegen nennt man das auch Hardest Hitting Teams, Freunde. Und da müsst ihr auf jeden Fall unterscheiden zwischen Hardest Hitting Teams, die will ich nicht in Frage stellen, die funktionieren natürlich auch auf jeden Fall, die erfüllen auch ihren Zweck, und optimal, wo quasi overall das ganze Team da die Synergy lebt, sage ich mal. Und damit wir auf jeden Fall alle auf einen Stand sind, damit sich nicht der eine oder andere fragt, hey, was ist denn das, was ich gesehen habe, ist das wirklich das optimale Team etc., wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, Freunde. Der Unterschied zwischen Hardest Hitting Teams, da versucht man wirklich den höchsten Schaden von einem Charakter im Team herauszuholen oder eben von zwei Rotationen, und bei optimal ist quasi overall das ganze Team, dass es gut verläuft, sowohl, wie ich euch genannt habe, Key, HP, Attack und Death und Link-Skills etc. Genau, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wissen, verläuft das eben so. Dieser Unterschied ist mir echt wichtig, dass die manche das wissen. Und deswegen meine ich gerne dieses Wort optimal, weil wenn mich jemand fragt, ey, was ist das beste Team von dem, was ist das beste Ding, wer ist besser, Vegito Blue oder der, dann kommt es immer drauf an, was meint derjenige mit besser, weißt du, was ich meine? Ob es für euch an Schaden liegt, ob es an der Synergy liegt, etc. Deswegen war es mir hier nochmal wichtig, euch einfach mal das mitzuteilen, wie das Ganze so mit dem ist, mit diesen optimalen Teams und den Hardest Hitting Teams. Aber wie gesagt, 10 Punkte für unseren Boy, und kommen wir hier an der Stelle zum nächsten Team. Das nächste Team ist an der Stelle, sollte ich jetzt nicht mehr so oft sagen, der Boss 29, Hashtag Team Osodu. Hey Osodu, ich brauche ein Saiyan Team und will LR Vegeta benutzen. Sehr gut, mein Freund, denn LR Vegeta, wissen wir, der ist sehr eigen, was Link-Skills betrifft. Nicht nur Link-Skills an sich, wie man ihn spielen muss, man muss nämlich das Team um ihn herum bauen.
Das ist eine reine Wahrheit, da will ich euch nichts erzählen. By the way, ganz kurz, Freunde, ich sehe hier Jiden. Falls sich der ein oder andere fragt, in dem Realm of Gods Team, ist in dem Realm of Gods Team wirklich kein Jiden drin? Ja, Freunde, warum? Denn wir haben die Zwei-Rotation von dem vorigen Team gesehen. Uigoku, Vegito Blue, El Rosé, Shank Rosé, die sind gedeckt. Rotationscharakter als Support haben wir einen sehr, sehr guten Topo und Evo Vegeta individuell sehr stark. Und wenn er in die Rotation kommt, verlinkt er eben, da hat er eben diese Link-Skills, die dem Team fehlen, durch den anderen Rotationscharakter Toppo. Bei Vegito Blue wäre das zum Beispiel Warrior God Super Saiyan, für Toppo hätte, für Uigoku hätte Toppo Godly Power und Jiren eben, der hat das nicht, ja. Wenn er reinkommt in die Rotation, der wäre auch ein Rotationscharakter in dem Realm of Gods Team, dann hat er nicht diese zusätzlichen Link-Skills, die Evo Vegeta hat und deswegen nimmt man Evo Vegeta in das Team. Ganz kurz, als ich Jiren gesehen habe, muss das ganz kurz sagen, weil mich viele gefragt haben, ey, gehört Jiren wirklich nicht in den Realm of Gods Team? Also in das Beste momentan nicht, aber wenn ihr ihn spielen wollt, Freunde, dann spielt ihn, ja. Wenn ihr Jiren spielen wollt, wenn ihr dann Platz noch frei habt, dann spielt ihn bei allem Male, bei allem Respekt. Jiren ist wirklich ein sehr guter Charakter. Nur mal so, okay. Kommen wir zurück zu El Vegeta. Und zwar ganz wichtig bei El Vegeta ist, wir müssen leider das ganze Team um ihn drehen. Und das werde ich hier gleich auch machen. Worauf ich aber festsetzen will ist, ich sage euch mal ganz kurz die Charakterliste von dem Boy, worauf ich mich festsetzen will ist, wir lassen auf jeden Fall Evolution Vegeta mit Super Saiyan 4 Goku in eine Rotation. Den Rest werde ich euch gleich erklären, nachdem ich die Charakterliste gezeigt habe. Nämlich, ich habe ganz kurz rüber geswitcht auf Dokkan Wiki, weil auf Dokkan Bilder wurde der Dude noch nicht hinzugefügt. Aber El Vegeta, ganz klar, wir haben Probleme wegen den Link-Skills. Er verliert Prepare for Battle in der im LR-Status, hat dementsprechend nur Golden Warriors in Ki plus 1 Skill, Royal Lineage Ki plus 1 und Shattering Limit Ki plus 2. Das sind sehr eigene Link-Skills, sage ich mal. Eigentlich spielt man ihn in einer Rotation im Pure Saiyan-Team, kann man auf jeden Fall spielen mit LR Margin Vegeta. Sie hätten ja an der Stelle Super Saiyan Prodigies, nee, Prodigies nicht, sorry. Super Saiyan, Saiyan Pride, Royal Lineage, Shattering Limit und Legendary Power wären 5 Link-Skills, aber unser Boy hat LR Margin Vegeta nicht an sich, deswegen will ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was muss man darauf achten bei LR Vegeta, wenn man ihn spielen will. Lange Rede, kurz Sinn, man muss das Team um ihn bauen mit Supporten und Rotationscharakter und das werde ich dir quasi machen aus den Charakterlisten, die du hast. Heißt, wie gesagt, die erste Rotation, die halten wir fix, Evolution Vegeta mit Super Saiyan 4 Goku. Ihr werdet gleich merken, warum ich Super Saiyan 4 Goku gewählt habe und nicht Uigoku oder einen anderen. Ich komme gleich darauf zurück. Worauf wir uns jetzt konzentrieren, ist, einen Partner für LR Vegeta zu suchen und Rotationscharakter, die ihn quasi aushelfen mit Ki, aber auch für die andere Rotation. Alles klar. Heißt, LR Vegeta in der zweiten Rotation. Mit ihm halten wir, du hast den Super Saiyan Goku, das ist den hier, den kannst du awaken mit 7 LR Goku Medaillen aus Stage 2 vom LR Goku Event, der wird dann zu diesem Super Saiyan Goku und ihn hältst du, oder kannst du besser gesagt, ich werde gleich darauf zurückzusprechen kommen, ja, ihn hältst du in einer Relation mit LR Vegeta, denn er hat Golden Warrior Ki plus 1, er hat Super Saiyan und Shattering Limits in Ki plus 3, 10%, was aber bei ihm ganz wichtig ist, ist, er ist ein Orb Changer, er change Argel Orbs in Int Orbs, bekommt auf den eigenen Angriff 40%, aber bei ihm geht es wirklich nur drum, um Orbs und Ki für Vegeta zu sorgen, für LR Vegeta, damit er auf seine Ultra Super Attack kommt. Heißt, ihn kannst du in deiner Rotation halten mit LR Vegeta, beziehungsweise sage ich erstmal, ihn holst du in das Team, schaust, dass du ihn auf jeden Fall awakes an der Stelle. Zweiter Charakter wäre der Super Vegeta, den hast du auch, und zwar brauchst du hier von den 7 Nimbus Medaillen, die Nimbus Medaillen auf Global gibt es momentan nur begrenzt von den Time Attack Missionen. Auf JP wurden weitere hinzugefügt im Barbershop gegen die Battlefield Gems, sollte früher oder später auf Global auch kommen. Super Vegeta bekommst du aus dem Hero Extermination Plan Event zum Beispiel, die Medaillen 3 Stück und dann, ups, dann nicht so, und dann erwächst du ihn hier an der Stelle zum Super Vegeta. Und warum haben wir ihn hier drin? Er gibt, es ist ein Rotationscharakter, ein Supporter, er gibt AGL, Strength und Physisch Charakter gegen Ki plus 2, Attack mit 25%. Und deswegen habe ich mich für vierfachen Goku entschieden in der Rotation mit Evo Vegeta, weil er ein Strength Charakter ist. Denn in Charakteren gibt er keinen Boost. Aber er hat noch zusätzlich Golden Warrior für LR Vegeta, Super Saiyan Prodigies hat er und Shattering Limit, wenn er rein und rauskommt. Also ihn würde ich auf jeden Fall empfehlen, als Rotationscharakter dir zuzulegen. Der nächste sollte sein Tora. Freunde, Tora wird auf Global insane, in JP ist schon insane. Das Problem ist, sein Event ist gerade nicht online und ich weiß nicht, ob du die Medaillen hast, um ihn zu awaken, aber wenn du ihn hast, bring ihn auf jeden Fall rein. Er gibt nämlich jeden verbündeten Ki plus 3 auf den Angriff 30%, was hier wichtig ist, hat noch für für LR Vegeta Shattering the Limit und Saiyan Pride an der Stelle. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn du Tora nicht awaken kannst, dann müsstest du mal schauen, ob du diesen Boy reinnehmen kannst statt Tora. Diesen Boy kannst du auch awaken, mit den hast du das Super Saiyan 2 Vegeta AGL. Kannst du awaken mit 7 Battlefield Medaillen. Wenn du quasi auf Tora
nicht zugreifen kannst, dann nimm ihn und tu diesen hier in eine Rotation mit LL Vegeta. Dann tust du ihn in Super Saiyan Goku als Rotationscharakter benutzen. Warum? Der hat hier Super Saiyan Golden Warrior für LL Vegeta Royal Lineage. Shattering Limit hat er hier an der Stelle für unseren Boys in Feeling Skills. Wenn ich das so richtig gesehen habe, richtig. Und den kannst du auf jeden Fall auch in deine Rotation spielen. Aber wie gesagt, falls du Toran nicht erwecken kannst, dann nimm ihn als Alternative. Wenn du ihn auch nicht erwecken kannst, dann kannst du zum Beispiel dann als Notlösung, sage ich mal, Kalten Goku Blut in deine Rotation nehmen, mein Freund. Aber wie gesagt, um es nochmal zusammenzufassen: Evolution Vegeta in deine Rotation mit Super Saiyan 4 Goku, LL Vegeta mit in Super Saiyan Goku und dann hast du Rotationscharakter Toda und Super Vegeta. Wenn das zustande kommt, wäre auf jeden Fall nice. Wenn nicht, wie gesagt, hättest du noch eins der Alternativen, die ich hier genannt habe. Aber so viel dazu und ihr merkt auch schon, Freunde, man muss halt LL Vegeta auf jeden Fall, man muss das ganze Team komplett um ihn drehen. Das ist leider eine traurige Wahrheit. Das ist aber auch nur, weil er Prepare for Battle verliert, Freunde. Das macht übertrieben viel aus. Prepare for Battle haben sehr viele Pure Saiyans. Naja. So läuft das halt, was soll man machen? Just a random guy, lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osu, ich hoffe, du kannst mein Realm of Gods Team verbessern. Wäre nice to do, nice to do. Außerdem feiere ich deine Videos. Vielen lieben Dank für die netten Worte, mein Freund. Und zwar gucken wir uns mal hier an der Stelle sein Team an. Wir haben hier nämlich ein Realm of Gods Team. Alle Charaktere gehören dem Leader Skill an, richtig, 6 von 10 Punkte. Also Max Level, Max Level 8 von 10 Punkten. An der Stelle an, also gucken wir uns erstmal die Charakterliste an, um es so zu sagen. Hier haben wir auch zum Beispiel Tech Vegito Blue, aber LL Vegito Blue ist auf 100%. Dann nehmt ihr ihn. Wenn euer Tech Vegito Blue einen Dupe hat, dann nehmt ihr den Tech Vegito Blue. Eine kleine Änderung, die ich hier in diesem Team machen würde, wäre folgendes: Wir tun hier an der Stelle Strength Goku rein für Zamasu. Warum? Denn wir haben unsere zwei Rotationen: AGL Super Saiyan Goku mit Ui Goku. Auch über die ganzen Transformationen hinweg ist er gut in einer Rotation zu vertreten mit Ultra Instinct Goku an der Stelle. Bekommt später noch Over the Flash dazu. Godly Power kann man auf jeden Fall halten. Rosé und Vegito Blue haben zwar nur zwei Link-Skills in Super Saiyan und Prepare for Battle an der Stelle, aber das reicht alle Male. Rosé bekommt durch seine Pässe für sich selbst Key. Vegito Blue ebenso. Das ist gut gedeckt. Top als Rotationscharakter, Supporter in Realm of Gods Team, in einem Realm of Gods Team auf jeden Fall ein Muss. Und dann habe ich Strength Godku mit reingepasst. Ist zwar ein bisschen Strength-lastig, aber warum habe ich ihn mit reingepackt, Shatsamasu? Nun, er ist ein weiterer Rotationscharakter. Er hat dann zum Beispiel für die Rotation, in denen er reinkommt, Linkskills, die den Rotationen fehlen, sage ich mal. Zum Beispiel für LL Vegito Blue wäre das Warrior Gods. Für Ui Goku wäre es Godly Power und The First Awaken sind 25%. Nur durch The First Awaken, Godly Power wären 15%. Dementsprechend, mein Freund, würde ich diese kleine Änderung machen und dann würde dein Team auf jeden Fall auch so gut sein. War davon natürlich auch gut, aber die Änderung würde ich an der Stelle machen, das soll ich damit sagen. Okay, das nächste Team ist hier an der Stelle von, können wir das so aufpoppen, richtig, Super Saiyan Gogeta. Hashtag Team Osuru, hier ist mein Willensteam. Rotas halte ich wie folgt: Erst vom Freezer mit Final Form Freezer und erste vom Freezer mit Full Power Freezer. Gibt es irgendwas an dem Team zu verbessern? PS, du bist der Beste, mach weiter so. Danke für die netten Worte, mein Freund. Und so haben wir ein Willensteam. Wir haben alle Charaktere gehören dem Leader Skill an, sind 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake. Yep, Easy A, Freezy ist auch am Start, also haben wir 8 von 10 Punkten schon mal vorne weg. Und zwar haben wir hier, hat er gemeint, Inline-Rotation, erste Form Freezer mit Final Form Freezer und noch ein erste Form Freezer. Das ist der Friend natürlich, meine Freunde. Wir gucken uns erst auf die Charakterliste an. An dem Team an sich würde ich eigentlich nichts ändern, das kann man auf jeden Fall so spielen. Wenn wir quasi mal zum Dokkan Battle Builder gehen oder zum Grafen, dann habe ich das hier quasi hingeschmückt. Wundert euch nicht, dieser SSR Freezer soll für den Friend Freezer stehen, denn auf der Seite kann man nur jeweils immer eine Kopie der Karte für den Grafen benutzen. Denn unser Boy möchte seinen Freezer in der Rotation hatten mit Final Form Freezer. Dieser Final Form Freezer ist so eine gute Karte, Freunde. Benutzt ihn auf jeden Fall, wenn ihr ihn habt. Teilen sich 5 Linkskills an der Stelle und die andere wäre Full Power Freezer. Mit unserem erste Form Freezer hätten dann 4 Linkskills, ja. Also deswegen müsst ihr quasi darauf achten. Das ist der Friend natürlich auch auf UR. Wären auch 4 Linkskills, kann man auf jeden Fall spielen. Dann hätten wir Rotationscharakter Angel Golden Freezer, wenn er reinkommt, ist die meisten sind Freezer-Charaktere, macht er seinen Job gut. Wir hätten Tank mit am Start und wir hätten Rosé mit am Start für die Keyboost und an sich einen Support für die Willens-Charaktere. Heißt, lange Rede, kurz Sinn, das Team kann man auf jeden Fall so spielen, kriegst einen extra Punkt von mir, hast das Beste aus deinem Charakterliste gemacht, denn das Team passt auf jeden Fall. Sind 9 von 10 Punkte, aber du müsstest dich jetzt nicht unbedingt immer auf die Rotation setzen. Also ein Freezer in einer Rotation würde auf jeden Fall reichen. Ob du den Friend mitspielen willst in der Rotation oder nicht, ist dir überlassen. Aber falls du mal einen Int-Charakter brauchst, dann nimm den Angel Golden Freezer mit rein. Mit Full Power Freezer. Das passt auf jeden Fall auch an der Stelle. Und genau. So viel dazu, Freunde. Und so viel auch zu dem Team-Rating-Video von heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.